Tag, liebes Publikum. Hendrik Klose mein Name. Ich bin hier bei Mieters und möchte Ihnen gerne unser neues Baby vorstellen. Es ist Mieters Erzel. Wie ihr alle wisst, ist ein Problem bei großen Ackerschlepperreifen, dass in einer anständigen Zeit vernünftige Luftdruckerhöhung durchgeführt werden kann. Häufig dauern Luftdruckerhöhungen von 0,8 bar auf 1,8 bar mehr als eine Viertelstunde. Das ist für viele Landwirte viel zu lange, deswegen wird der Luftdruck nicht angepasst. Aber eine vernünftige Luftdruckanpassung ist erforderlich, um wirtschaftliches Arbeiten der Maschinen zu ermöglichen. Und deswegen haben wir diesen Erzel entwickelt. Das ist der schlauchförmige Körper im Innern des Reifens, der dafür genutzt wird, um während des Arbeitens auf dem Felde die Kompressorleistung, die nicht für das Bremssystem mehr gebraucht wird, in diesen Innenreifen einzuspeisen. Dadurch baut sich ein Innendruck auf in dem Innenreifen bis 7,8 bar. Und dieser Überdruck wird dann genutzt, wenn der Reifen, Außenreifen, dieser hier aufgefüllt werden soll auf den Straßenluftdruck, findet ein Druckausgleich statt und innerhalb weniger Sekunden ist der Außenreifen von 0,8 bar auf 1,8 bar erhöht. Das Ganze ist integriert in das Schlepper-Management-System. Das heißt, wir haben die Entwicklung zusammen mit Fendt gemacht und wir haben lediglich diesen Innenreifen entwickelt und die ganze Systemintegration in den Schlepper. Das heißt, die ganze Verrohrung, das ganze Management über elektronisch angesteuerte Ventile, die Sensorik im Reifen, im Innenreifen, im Außenreifen und die Integration dieser ganzen Messdaten in das Schleppersystem ist also von Fendt gemacht worden und das haben wir also zusammen gemacht und deswegen auch von der DLG die goldene Medaille für DLG-Innovation bekommen. Die andere Innovation war ja der Pneutrack, der auch schon zur letzten Agritechnica vorgestellt wurde, allerdings an einem kleinen Maßstab im 18 Zoll Reifen. Jetzt haben wir dieses Konzept so weit entwickelt, dass man Mittelklasse-Schlepper damit ausrüsten kann. Die Vorderradgröße war in diesem Fall 480 65R24 mit der Hinterradgröße 665 R38. Und hier bei diesem Journalisten-Event gab es die Möglichkeit, den Pneutrack im Vergleich zum Standardreifen zu erfahren. Dazu haben wir einen Feldversuch durchgeführt, wo zwei gleiche Schlepper mit Pneutrack-Bereifung einerseits und Standardbereifung andererseits die gleiche Arbeit durchgeführt haben. Und man konnte so sehen, wie durch höhere Geschwindigkeit des Pneutrack-bereiften Schleppers in weniger Schlupf stattfand und damit auch mehr Flächenleistung erbracht werden kann. Der andere Vorführort war hier auf dem Festgelände. Dort konnte man die Unterschiede erfahren des Pneutracks bezüglich Fahrsicherheit, das heißt Kurvenstabilität bei niedrigen Luftdrücken und Fahrkomfort andererseits. Das sind ja sonst eigentlich Zielkonflikte. Beim Standardreifen möchte man für den Fahrkomfort mit niedrigen Luftdrücken fahren und für die Fahrstabilität mit hohen Luftdrücken. Und diesen Zielkonflikt wird eben durch Pneutrack gelöst. Der Pneutrack ist natürlich ein ganz neues Reifensystem, wo wir erst vor 4 Jahren mit angefangen sind. Also wir sind noch nicht im Anfang, aber im Mittelstadium der Entwicklung. Aber es ist noch zu früh zu sagen, wann eine Serienproduktion erfolgen kann. Das sieht hier bei dem Erzel anders aus. Da haben wir ja schon 2006 angefangen, wie schon gesagt, das erste Konzept vorgestellt zur Agritechnica auf dem Fendt 36, wo wir noch dieses andere System hatten mit zwei wirklich Reifen, mit speziellen Felgen, mit zwei Wulstsitzen. Da arbeiten wir also schon sehr länger dran und dieses System wird also nächstes Jahr 2016 serienmäßig angeboten. Zumindest gibt es denn eine Preisliste, wo der Kunde dieses System dann wählen kann und ordern kann und wir werden das dann produzieren und liefern. Beide Innovationen, sowohl der Pneutrack als auch Erzel, werden natürlich auf der Agritechnica ausgestellt. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn wir euch auf der Agritechnica begrüßen können, um unsere neuen Produkte Erzel und Pneutrack vorstellen zu können und sind auf eure Fragen oder Anregungen gespannt, die wir von euch erwarten können.